Kleines Audio-Quiz zum Wachwerden. Was ist das wohl für ein Geräusch? Richtig, eine Audiokassette. Diese wunderbaren Dinger hier, zwei Stück davon habe ich hier. Die habe ich ausgegraben bei mir beim Aufräumen. Ihr wisst, ich räume gerade ein bisschen auf. Und als ich die gefunden habe, kam eine Erinnerung bei mir hoch an ein weiteres Fundstück, was ich damals zur Seite gepackt habe, als ich diese Kassette verstaut habe. Wo ist das Ding? Ich habe es dann gewühlt und ich habe es tatsächlich gefunden. Und ich wollte euch die Geschichte mal erzählen. Und zwar die Geschichte von den Dingern hier, die mich auf ein weiteres wunderbares historisches Stück hingeführt haben, was ich euch auch gleich zeigen werde. Erstmal, vorneweg, wir haben das Jahr 1992. Der junge Mann, 18, damals 17 Jahre alt, geht nach Amerika für ein Jahr. 1993 ist das Schuljahr vorbei. Der Vater kommt rüber und wir machen einen kleinen Roadtrip zusammen. Also ein Traum, den ich immer schon hatte. Und wo will der junge Mann hin? Also ich saß damals in West Virginia fest für ein Jahr. Also man muss wissen, das ist wohl der ärmste Bundesstaat der Vereinigten Staaten und einer der ärmsten Countys, in dem man leben kann. In dem lebte ich, in Gilmer County, ein wunderbares Fleckchen Natur. Also die Appalachen, sehr wundervolles Gebirge, da sind schöne Wälder, alles total schön, aber schon sehr weit weg von allem, was man als junger Mensch so sehen möchte. Da war halt wirklich gar nichts. Da lag der Hund begraben und noch ein zweiter Hund oben drauf und ein dritter noch darunter und das war auf alle Fälle alles Friedhof der Kuscheltiere. Mehr war da nicht. Jedenfalls, als mein Vater mich abholte und mich fragte, Mensch, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, wir haben ein Mietauto, lass mal eine kleine Tour machen, wo willst du denn hin? Was willst du denn angucken? Aber ich will nach New Jersey. Und mein Vater sagte, wenn du nach New Jersey willst, fahr mal nach New Jersey, weil da kommt der Boss her. Springsteen ist da quasi geboren, ist da aufgewachsen, hat ich glaube, diesen Bundesstaat mehr geprägt als jeder andere Künstler. Da gab es dann ein paar weitere tolle Künstler, Frank Sinatra vielleicht noch, John Bon Jovi und Southside Johnny sind noch die anderen großen Namen, die man vielleicht aus New Jersey rausfrickeln könnte. Vielleicht natürlich noch Little Steven und die anderen Kollegen der E Street Band. Aber das ist, glaube ich, der König von Jersey, kann man vielleicht sagen, Springsteen. Und da ich ein riesengroßer Springsteen-Fan immer schon war und immer noch bin, wollte ich da unbedingt hin. Ich wollte dahin, wo dieser Mann damals quasi die Füße auf den Boden gestellt hat und seinen Weg zum Weltruhm gestartet hat. Ich hatte so diese romantische Vorstellung, man läuft da so rum und dann an irgendeiner Ecke steht ein Schild und dann sagt, ah, hier hat früher Bruce Springsteen, der große Sohn des Staates New Jersey, zum ersten Mal einen Burger gegessen. So war meine naive Vorstellung. Und kam man da hin und da war nun wirklich gar nichts. Also das war einfach ein Bundesstaat, wo Menschen so wohnen und arbeiten und leben und da war nichts mit für den Springsteen-Fan zu entdecken, außer Asbury Park, New Jersey. Asbury Park, New Jersey ist ein wunderbares Stückchen eingefrorene Geschichte. Also früher in den 60ern, 50er, 60er, 70er Jahren war das so, da fuhr man aus New York hin, um ein Wochenende am Strand zu verbringen. Da gab es einen schicken Boardwalk, da gab es Theater, da gab es Buden, da gab es Konzertmöglichkeiten. Da war richtig so, da tobte der Bär. Und dann irgendwann ging das Ganze nämlich den Bach runter. Es gab Atlantic City, wurde aufgebaut, auch mehr oder weniger retortenmäßig. Da gab es dann Casinos und ganz viel großes Entertainment und da war richtig was los und alles wanderte weiter runter im Bundesstaat, was am Wochenende sich austoben wollte und verschwand nach Atlantic City und Asbury Park, New Jersey, wurde halt immer vergammelter und klappriger und zerfiel so ein bisschen und viele der Attraktionen waren nicht mehr da und gingen so weg und lösten sich so auf und so ein paar Sachen blieben übrig. Das ist so ein bisschen so wie was so die Leute diese Lost Places-Fotografie machen. Ne? Die finden so Dinge von früher und laufen da durch und finden es ganz spannend, die Ruinen zu fotografieren. Und so ein bisschen war es bei mir auch. Ich bin da rumgelaufen und habe ganz viele Fotos gemacht. Ich habe auch ein paar Bilder von verschiedenen Reisen dorthin. Ich bin da immer mal wieder zwischendurch aufgetaucht, gemacht. Ich blende dir mal nebenbei so ein bisschen ein. Dieser Ort hat eine Magie. Also zum einen, klar, als Springsteen-Fan weiß man, da ist der Ort, wo die ganzen Charaktere der frühen Songs entstanden sind. Da waren die Clubs, da waren die Bars, da ist das Stone Pony, das Upstage und all die ganzen Rockschuppen, wo die Bands damals entstanden, wo die alten Hasen, die den jungen John Bon Jovi auf die Bühne ließen, obwohl der noch gar nicht in den Club rein durfte, weil er zu jung war und dann mal mitsingen durfte und solche Sachen. Das heißt, da war wirklich das Leben. Also Springsteen und die Asbury Jukes waren quasi ein bisschen die Platzhirschen und da gab es so ein paar junge Aufstrebende und die durften dann mal so ein bisschen mitmachen und das ist alles so als Schatten noch da. Das Stone Pony gibt es noch. Das gibt also richtig eine ganze Gemeinde um diese Bar drumherum, diesen Rockclub. Und da finden ganz tolle Konzerte statt. Und immer wieder zwischendurch tauchen auch die großen Helden auf und schleichen sie so seitlich durch die Tür und spielen aber mal einen Abend mit und keiner weiß es vorher. Und dann ist da ein groß Bohai. Und diese Gegend ist aufgeladen mit dem Mythos dieser
Zeit. Und wenn man da so durchläuft, guckt sich das an und ist kein Springsteen-Fan, dann denkt man, ja gut, hier ist irgendwie Amerika bisschen kaputt gegangen, vor die Hunde gekommen und hier war es früher schick, aber jetzt ist ja nichts mehr, muss man eine neue Farbe draufstreichen, ein bisschen Geld investieren, so richtig ist das ja nichts mehr. Aber für jemand, der diese Geschichte des Songs im Kopf hat, ist das ein ganz magischer Ort. Und da habe ich ganz, ganz viele Fotos gemacht. Immer mal wieder, alle paar Jahre, immer so 4, 5, 6 Jahre dazwischen, manchmal ein bisschen längere Abstände, komme ich da wieder hin und mache ein paar Fotos und gucke mich um und freue mich, dass ich da sein darf und ein bisschen die Luft atmen kann. Und jedes Mal denke ich, da vorne der Typ mit der Baseballkappe, das muss der Boss sein, und dann ist es dann doch nicht. Aber als ich zum allerersten Mal 1992 da auftauchte, habe ich dann da auch rumgefragt und Leute gesagt, Mensch, hallo, ich bin irgendwie ein Deutscher und Springsteen-Fan und der muss doch hier irgendwo sein. Wo wohnt er denn und wo gibt es denn hier was zu gucken und wo kann man ein bisschen so und... Die Jerseyaner, muss man sagen, die finden das nicht so geil, wenn man da so als Fan so rumläuft und die Leute nervt und vor allem, wenn man den Springsteen nervt. Das ist einer ihrer Nachbarn und die wollen nicht, dass 1000 Leute vor der Tür stehen und klingeln und denen auf den Geist gehen. Die sind relativ beschützend für ihren berühmten Nachbarn und haben mich damals freundlich, aber dann nicht wirklich, die wollten mir nicht weiterhelfen. Aber was sie gemacht haben, sie haben mich an einen Plattenladen verwiesen, haben gesagt, da vorne ist ein kleiner Plattenladen in der Nachbarstadt, fahr da mal hin, die haben ein paar schöne Sachen, kauf dir was Schönes und freue ich, dass du hier warst. Und dann bin ich in diesen kleinen Nachbarort gefahren, ich weiß leider nicht mehr heute, wie der hieß, und habe dann den Plattenladen tatsächlich gefunden. Das war nicht wie früher, man kriegt mal eine Adresse und hat gegoogelt und dann fuhr man da mit dem Navi hin, sondern man musste mit der Karte und den Erinnerungen, was der Mann einem erzählt hat am Straßenrand, da wie den Weg hinfinden. Und kam dann in den Plattenladen und es war unfassbar. Es war ein kleiner Raum, es war miefig, es roch nach Vinyl und nach Kassetten und ein bisschen Staub und die hatten keine Klimaanlage und es war heiß und es war ganz klebrige Luft. Ich weiß das noch genau, als wenn es heute wäre. Und es hing an der Tür ein großer Ständer mit alten Tour-T-Shirts und nicht irgendwie diese Nachtdrucke, die man heute kaufen kann. Also kann ja jeder irgendwie ein ganzes Roses-T-Shirt bei H&M kaufen. Sowas nicht, sondern tatsächlich die Original-T-Shirts von verschiedenen Touren. Von verschiedenen Musikern hingen da so auf Bügeln, fein, nach Größen sortiert, verschiedene Preisschilder dran, 60er, 70er, 80er Jahre Original-Vintage-Tour-T-Shirts von verschiedenen Rockbands und halt auch ganz viel von Springsteen. Und ich, Depp, habe ganz gekauft. Aber die waren auch teuer. Ich erinnere mich noch, ich dachte immer, die sind von anderen Leuten getragen, ist ja eklig. Secondhand-T-Shirts trage ich nicht. Also, naja, der junge Mann wusste nicht besser. Und dann dahinter gab es einen großen Vinyltisch und ich habe damals keine Platten so richtig gehört. Bei mir gab es zu Hause eigentlich eher Kassetten. Und da habe ich dann die ignoriert und habe weitergeguckt. Da gab es ein Regal auf dem Tresen vorne beim Verkauf, da war ein kleines Kassettenregal, so eine Holzkiste mit so kleinen Lamellen drin, da stecken die ganzen Kassetten so drin. Und die waren alle irgendwie anders als die Sachen, die sonst so in dem Laden waren. Und das waren Bootleg-Tapes, also illegale Mitschnitte von verschiedenen Konzerten und Outtakes von irgendwelchen Plattenaufnahmen, die irgendeiner irgendwo hingeschmuggelt hat und keiner wusste richtig warum und wie er rangekommen ist und keiner hat es verraten und wenn da die Polizei gekommen wäre, hätten wir einfach das Ding aber genommen und an den Tisch gestellt, dann wäre es verschwunden gewesen. Auf alle Fälle, er stand da rum und ich guckte mir das an und habe dann meine Groschen gezählt, hat überlegt, wie viel Dollar hast du und was kosten die Dinger so und diese Kassetten, die haben $9,99 gekostet, $10 plus Steuer. Das war schon ganz schön viel Kohle für mich damals und ich habe mir damals diese beiden Kassetten gekauft und das sind Probenaufnahmen von 1980 von Bruce Springsteen von der River Tour. Also, als die Platte rauskam, muss man natürlich, bevor man auf Tour geht, erstmal ein bisschen üben. Und das sind die Mitschnitte. Da hat irgendeiner am Pult einen Kassettenrekorder mitlaufen lassen und hat diese Kassetten dann heimlich kopiert und irgendwie in Umlauf gebracht. Und diese beiden Tapes habe ich noch. Und das Coole ist halt, die Band spielt halt die Sachen gut, wie sie halt klingen. Der Sound ist mäßig. Aber zwischendurch plappern die Jungs so ein bisschen, machen doofe Witze und fangen nochmal von vorne an, brechen den Song ab, machen nochmal von vorne und so. Also im Prinzip so wie eine gute Schülerband, die Stück für Stück besser wird und halt auch sagt, Mensch, nee, Schlagzeuger, das geht nicht, was du da machst, muss man nochmal anders. Oder lass mich nochmal von vorne, ich habe den Text vergessen. Also es ist wirklich ein echtes Probenerlebnis, natürlich sehr professionell, die Jungs waren schon richtig gut und das Wort Schülerband ist auch ein bisschen böse, aber es ist tatsächlich so, habe ich auch sind noch Kassetten von meiner Schülerband, die haben Kassettenrekorder in den Raum gestellt, Aufnahmetaste gedrückt und durchgespielt und am Ende des Abends auf Stopp gedrückt, die Kassette mit nach Hause genommen und 10 Mal angehört und sagt, cool, es gibt eine Aufnahme von dieser Probe. Und ich habe noch ein paar davon in meiner Kiste, die erspare ich euch. Aber das hier sind wirklich Original-Mitschnitte von Springsteen oder E-Street Band 1980 von
von der River Tour. Total coole Sache. Und das Schöne ist, was ich euch auch zeigen wollte, die haben natürlich auch so eigene kleine Labels da reingemacht. Das ist hier einfach buntes Papier mit einem Fotokopierer bearbeitet. Und diese Ästhetik, das ist was ich auf alle Fälle auch mal nochmal auspacken wollte, denn das ist die Ästhetik der Zines. Im Prinzip die Punkkultur hat da ganze Zeitungen draus gemacht, weil die normalen Medien sich eigentlich nicht interessierten für die Punkkultur. Die Musik fanden die doof, das hatte alles nichts zu tun, mit dem kann man nicht verkaufen, weil ich kommerziell verwertbar. Und die Fans haben gesagt, da machen wir halt selber Zeitungen und haben mit den Mitteln gearbeitet, die sie hatten. Und die Mittel, die es gab, waren halt irgendwie eine Schnibbelschere, Papier, ein Edding, eine Schreibmaschine und Fotokopierer. Und dann haben die einfach gebastelt, geschnippelt und geklebt und getackert und haben diese kleinen Magazine dann bei Konzerten verkauft, verteilt, verschenkt, getauscht. Und da entstand so eine ganze Welt nur mit Musikmagazinen, die Fanzines damals, die gerade aus der Punk-Bereich rausgewachsen sind und inzwischen überall irgendwie wieder zu finden sind. Aber die Ästhetik des Fotokopierers, die fotokopierten Fotos sind unfassbar cool. Das ist ein sehr eigener Look und das kann man natürlich digital alles herstellen, aber es ist was anderes, ob man ein farbiges Papier nimmt, ein Foto drauf macht. Es gibt ja keine Graustufen, ne? Es gibt nur Schwarz-Weiß. Und es gibt das Gefühl des Toners auf dem Papier. Also man spürt, es ist kein Druck. Es ist wirklich eine Fotokopie. So wie man früher in der Schule seine Übungszettel vom Lehrer kriegte, so fühlt sich das an. Und das ist auch ganz schwer zu lesen. Das ist als ganz klein da hinten drauf. Man kann das hier gar nicht richtig erkennen, was da so steht. Ganz schlechte Fotokopien. Ist auch über die Jahre nicht besser geworden, aber die sah damals schon nicht besser aus. Und das finde ich das Spannende, dass man auch mit Fotos einem sehr einfachen Lo-Fi, also wirklich unaufwendig, was irgendwie Geiles, Cooles machen kann. Und die Idee, was kann man mit Fotos noch machen mit Hilfe eines Fotokopierers? Das hat bei mir noch so ein paar Ideen ausgelöst. Vielleicht gehe ich noch mal ein bisschen in den Bereich der Zine-Welt zurück und mache da mal wieder mal was und benutze einfach mal wieder die alte Originaltechnik, die dafür damals da war. Nämlich ein Fotokopierer, Schnippelschere und Schreibmaschine. Ich bin sehr gespannt, was in meinem Hirn aus diesem ersten Gedanken noch wird. Auf alle Fälle wird da bestimmt irgendwas draus. Ich habe so viele Fotos. Und vielleicht kann man tatsächlich sagen, man nimmt eins dieser kleinen Kollektionen, die man immer so zusammenstellt und arbeitet mal ganz gezielt mit dieser Ästhetik und arbeitet sich dann heran an ein kleines Heftchen, ein kleines Magazin, irgendwas, was man dann in Papierform mit einem Fotokopierer herstellt. Ich bin sehr gespannt. Auf alle Fälle, diese beiden Tests wollte ich euch zeigen und auch den Gedanken der Fotografie mit dieser Ästhetik des Fotokopierers. Und was ich euch auch noch zeigen möchte, ist was ganz Cooles, was ihr im gleichen Laden gefunden habt. Denn neben den Kassetten, den Vinylplatten und den T-Shirts gab es noch was Cooles, nämlich einen großen Wühltisch. Das war, ich weiß, ein großer Holzkasten war das, aufgebockt auf vier Beinen. Und dieser Kasten war voll bis oben hin mit alten Fotos, Pressefotos unter anderem. Und halt Originalabzügen, nicht irgendwie Druckerei aus der Zeitung ausgeschnitten oder irgendwas, das waren wirklich Originalfotos und für Fans absolute Wunderstücke, die man ausgraben konnte. Was ich gefunden habe, ist das hier. Ein Foto, auch wahrscheinlich 1981 aus Cleveland und zwar vom 29. Juli. Hier oben drauf steht nämlich das Datum, von wann und wo dieses Foto gemacht worden ist. Und auf diesem schönen Schwarz-Weiß-Bild, am Originalbild, gibt es hier noch die Markierung, die Schnittmarkierung, die man genommen hat damals, um das Bild weiterzuverarbeiten. Entweder für eine Zeitung, für eine Autogrammkarte, für irgendwas anderes. Jedenfalls irgendeiner hat gesagt, ich brauche diesen Bildausschnitt für was ich damit machen möchte. Wahrscheinlich einen Zeitungsbericht, würde ich mal fast sagen. Und hat dann hier die Markierung gesetzt, um dann zu sagen, okay, das reproduzieren wir jetzt. Und zwar den ganzen Rest nehmen wir weg und nur diesen Teil. Das ist total spannend zu sehen, weil ein Fotograf hat das Bild gemacht, jemand hat einen Stempel hinten drauf gehauen, hat gesagt, das Bild gehört zu dieser Fotoagentur. Wenn du es veröffentlichen möchtest, verwenden möchtest, musst du hier bezahlen, also mit Adresse und Telefonnummer und alles. Und ein anderer Mensch hat das Bild genommen, hat die künstlerische Entscheidung getroffen, diesen Ausschnitt zu wählen, hat damit was gemacht, das Produkt kennen wir nicht. Aber wir sehen halt auch nochmal zusätzlich, dass das Bild mehrere Dinge auch noch hat. Man hätte ja auch einen anderen Bildausschnitt nehmen können. Was ich zum Beispiel gemacht hätte beim Querformat, ich hätte es ein bisschen kleiner gemacht, ein bisschen enger gecroppt, damit der Bruce größer wird und diese Situation mit den beiden hier ein bisschen präsenter wird. Ich hätte ja hinten aber das drin gelassen. Und zwar dieser Kollege, das müsste Miami Steve Van Zandt sein, Little Steven. Ja, genau. Also man sieht hier den Bass von Gary Talent, der hinten rauskommt. Das ist Little Steven, damals sehr jung und dynamisch und mit Hut. Und da hinten in der Ecke, das sieht für mich aus wie der Pianist Roy Bittan. So würde ich mal das ganze Bild lesen. Das heißt, ein Stückchen von der E Street Band hätte ich mit reingenommen. Man hat vorne schön scharf und groß und hinten unscharf und kleiner werdend
in einem großen schwarzen Raum, diesem Bühnenloch quasi verschwinden, die Rest der Band. Da hätte man was Schönes mitmachen können, aber der Mensch, der das Bild benutzt hat für seine Publikation, hat dann genau sich entschieden für diesen Rahmen. Und das zeigt ganz viel, wie viel mit einem einzelnen Bild noch passieren kann. Entweder sagt einer, ich nehme das Bild im Ganz, weil es ist ja auch ein schönes Bild als Ganzes. Man kann sagen, auch das ist schön komponiert, da ist viel leerer Raum, der sozusagen die wichtigen Elemente rausstechen lässt und gibt einem Ruhe drumherum. Man kann sich konzentrieren, was man sehen möchte. Man hat eine spannende Interaktion zwischen diesen beiden hier. Aber man kann auch sagen, man nimmt Teile weg und konzentriert sich auf einen kleineren Teil des Bildes. Oder man sagt, man nimmt nur diesen Teil weg und macht eine Mischung aus vorne und hinten raus. Das heißt, das ganze Cropping, was passiert bei einer Bildbearbeitung, ist ein genauso künstlerischer Eingriff wie die Entscheidung, welche Blende benutze ich oder von wo fotografiere ich. Das heißt, auch die Bildbearbeitung danach ist ein großer Teil des spannenden fotografischen Prozesses. Und all das wollte ich euch zeigen mit diesem wunderbar schönen Bild. Ich bin wirklich froh, dass ich es noch gefunden habe. Und diese beiden Kassetten zusammen $20. Aber es ist wirklich faszinierend, was da drin im Körperchen noch verschwunden ist. Und die Geschichten, die damit zu tun haben und die verschiedenen Bilder, die im Kopf entstehen, sind einfach unbezahlbar. Und die Erinnerungen, die damit zu tun haben und all die verschiedenen Fantasien, die ausgelöst worden sind, die ich damals hatte, als ich dachte, ich fahre jetzt in dieses große Springsteen-Land, was gar einfach nur ein normaler Ort ist, plus all das, was man da entdecken kann und finden kann. Und wenn man das jetzt, keine Ahnung, jetzt sind es 2021, das ist jetzt ganz schön lange her, wie das Ganze wieder ausgräbt und feststellt, es gibt von 1981, das ist die gleiche Tour übrigens wie die Tapes hier, die Aufnahmen sind von 80, die Tour war 81, das passt schon zusammen, das ist der gleiche Zeithorizont und es ist einfach cool, die Sachen wieder auszugraben und Fotos machen Erinnerungen wieder lebendig und man kann sich davon kaum lösen und von daher mache ich jetzt einen kurzen Stopp, ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwo noch so ein paar vergrabene Schätzchen. Guckt doch mal, ob noch irgendwas im Schrank steht, was ihr damals wegsortiert habt und jetzt langsam wieder ausgraben müsstet, weil es ist schon toll, sowas wieder auszubuddeln. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, immer schön weiterknipsen. Vergesst nicht, den Kanal hier zu abonnieren und immer schön weiter suchen nach schönen Fundstücken. Tschüss.